Mein Name ist Gertrud Simon. Ich war Universitätsprofessorin für Pädagogik am Institut für Erziehungswissenschaften der Karl-Franzens-Universität und bin seit einigen Jahren in Pension, bin aber noch trotzdem aktiv. Ich nenne das selber die nachberufliche Selbstständigkeit. Ich halte immer noch Lehrveranstaltungen im Bereich Gerontologie. In diesem Bereich habe ich nämlich einen Lehrgang für interdisziplinäre Gerontologie entwickelt und jahrelang auch geleitet. Und jetzt bin ich dort noch im Leitungsteam und Lektorin in dem Bereich, also für Alterswissenschaften. Meine erste Erfahrung mit dem Computer verbinde ich mit dem Schreiben meiner Habilarbeit. Da habe ich noch mit einem ganz alten TXT-Programm habe ich angefangen, mit Unterstützung meiner Schwiegertochter habe ich angefangen, ja, Texte zu erfassen selber. Auf so einem frühen Laptop, würde ich sagen, Schleppi habe ich den genannt. Also ein Gerät, was man mitnehmen konnte. Ich schreibe ja immer noch, mache Publikationen, mache auch fürs Sozialministerium noch jetzt wieder ein Projekt. Also Schreiben ist ja meine Hauptprofession eigentlich, außer Lehren. Und das kann man ja immer machen. Das ist ja unabhängig vom Lebensalter. Literatur suchen, das ist mein Schwerpunkt. Dann natürlich auch irgendwelche Informationen. Ich meine, das nimmt ja immer mehr zu, dass Firmen Internetauftritt haben und dass man alle Informationen, wenn ich ein Hotel buche oder wenn ich einen Flug buche oder auch Fahrkarte, obwohl ich also Fahrkarten fast lieber noch am Schalter kaufe, aber manchmal mache ich das auch übers Internet. Kindle habe ich, ja, das hat mir der Jochen eben vor 2 Jahren geschenkt, um die Augen zu entlasten, weil da ja auch die Schrift größer zu stellen ist. Im Moment lade ich mir noch sehr günstige Bücher runter, für die Rechte abgelaufen sind. Die ist also ganz günstig, Klassiker, ich lese sehr viel Klassiker oder alte Krimis, Agatha Christie oder sowas, die gibt es total günstig. Und das reicht mir im Moment noch. Aber man kann natürlich auch neue Literatur sich kaufen. Und es gibt auch sogar die Möglichkeit, überhaupt Texte aus dem Internet. Da braucht man irgendeinen Zusatz noch, den ich noch nicht habe. Und da kann ich eben noch die Beleuchtung zeigen. Da kann man sozusagen die Schrift dunkler oder den Hintergrund auch dunkler oder heller machen. Niedrige Einstellung für dunkle Räume und das für andere Räume. So. Ich habe ein altes Nokia, das ist mein eigentliches, mit dem ich gut telefoniere, SMS schicke und manchmal auch fotografiere oder mir Texte aufschreibe. Also mit dem mache ich relativ viel. Das ist eigentlich nur mein Zweithandy für Verkäufe. Wenn ich irgendwas verkaufen will, wenn ich irgendwas anbiete und meine Telefonnummer veröffentliche, dann verwende ich das. Ich habe mich informiert, wir haben ja mal drüber gesprochen, ich habe mit dem Gedanken gespielt, weil die Enkeltöchter bei Facebook waren, habe mich aber jetzt im Moment noch dagegen entschieden. Aber ich will das nicht ausschließen, also ich bin nicht so eine Facebook-Feindin, dass ich sage, na, auf keinen Fall, aber es war momentan die Motivation noch nicht groß genug. Ich denke, dass der Alltag heute so, dass so viel über neue Medien angeboten wird, dass Menschen, die sich grundsätzlich ausschließen, aus welchen Gründen auch immer, kann ja verschiedene Gründe haben,
einfach, dass denen einfach ein ganzes Stück Information fehlt und sie damit auch am Rand der Gesellschaft sind. Ich denke, dass es auch in einer Generation gehen müsste, also dass jemand, der sich gut auskennt, dass man zu einer Freundin oder zu einem Freund sagt, du komm, setz dich her, ich zeig dir das mal, das ist ganz einfach. Also es muss nicht immer so gehen, dass die Jungen den Alten was zeigen, was natürlich auch seinen Reiz hat. Aber ich denke, auch in einer Generation kann man seine Erfahrungen auch mitteilen. Alles, was mit Schriftgröße zu tun hat, das sind jetzt weniger Technologien als Berücksichtigung überhaupt von Situationen. Also, dass man einerseits nicht geblendet ist. Es gibt sehr viele Situationen, wo man heute geblendet ist. Also in einem großen Vortragsraum zum Beispiel sind wahnsinnige Beleuchtungen von der Decke. Ich kann dort eigentlich ohne Sonnenbrille nicht mehr sitzen. Ich könnte also fast keine Podiumsdiskussion mehr mitmachen mit sehr hellem Licht über längere Zeit. Auf der anderen Seite braucht man aber gleichzeitig auf dem Blatt Papier oder auf dem Bildschirm gute Beleuchtung. Also diese beiden Faktoren müssten eigentlich in der Öffentlichkeit viel mehr berücksichtigt werden, zusätzlich zur Schriftgröße. Also die Schriftgröße ist oft der Wahnsinn. Die Schriftkleine ist oft wirklich ein Wahnsinn.